Hallöchen! Was darf bei einem Weihnachtsmenü nicht fehlen? Richtig, der Vogel! Und das machen wir jetzt zusammen mit unserer altbewährten Stoneware. Wir beginnen mit der Füllung. Hierzu habe ich in der Mikrowelle in der großen Elfe Milch heiß gemacht und die geben wir über unsere Brotwürfel. Heute ist mal der Messerblock an der Reihe. Hier das Sankt-Toku-Messer, mit dem wir jetzt die Salchiche bzw. die Bratwürste von ihrer Pelle befreien. Dann wird sie anschließend schön fein gehackt. So verfahren wir dann auch mit dem Speck bzw. Pancetta. Am Rosmarin wird der Strunk entfernt und dann auch ganz fein gehackt. Anschließend nehmen wir eine Zwiebel, die wird dann geschält und in grobe Stücke geschnitten, denn die kommt dann gleich in den Ofenmeister hinein. Mit der Knoblauchpresse die Knoblauchzehe gepresst, mit Schale natürlich. Und dann kommen wir zur nächsten Zwiebel, diesmal für die Füllung. Die wird auch ganz schön fein gehackt. Wenn wir nur eine halbe Zwiebel brauchen, kommt die andere Hälfte in die kleine Elfe. Kommt noch ein bisschen Würze dazu, etwas Pfeffer, etwas Salz, nicht zu viel, denn Pancetta und Salchicha haben schon genug Würze. So, nun zum Vogel. Und zwar möchte ich euch da einen Tipp geben. Also wir persönlich mögen das Schwänzchen, aber dieses Bürzel hier, das ist ein bisschen eklig. Und deswegen schneide ich es weg. Warum? Wenn ihr hier drauf drückt, seht ihr das vielleicht? Ah, da kommt hier Fett raus. Und dieses Fett nutzt die Ente, um ihr Gefieder wasserdicht zu kriegen. Und das wollen wir natürlich nicht, diese Drüse. Also, weg mit ihr. Hierzu nutze ich das Schälmesser aus dem Profimesserblock. Sauscharf das kleine Teil. Nun wird kräftig gesalzen und gepfeffert, also wirklich nicht sparen. Ihr dürft hier einiges an Salz und Pfeffer reinmachen und gut einmassieren. Und zurück zur Füllung. Nun wird alles miteinander vermengt. Es kommt noch ein Ei hinzu, etwas Olivenöl und dann wird das alles schön miteinander durchgemengt. Sieht das schon super aus. Oh, und was passiert mit der Füllung? Die kommt in den Vogel. Und damit die Füllung nicht abhaut, wird der Vogel zugetackert. Meister wartet auf seinen Einsatz, hier mit Karotten, Zwiebeln und Wein. Dann kommt die Ente noch dazu, der Deckel drauf und dann kommt das Ganze in den Ofen. Der noch blasse Vogel muss weiterverarbeitet werden. Hierzu die Küchenschere nehmen, den Vogel einmal halbieren, die Füllung in die kleine Ofenhexe geben oder in den Ofen stellen. Der Vogel ruht kurz und wird nochmal kräftig mariniert und zurück in den Ofen gestellt. In der Zwischenzeit wird das Sud abgeseiht und daraus eine leckere Soße zubereitet. So, ihr hört, wie es brutzelt und bratzelt. Jetzt schaut mal, hört mal die Haut. Richtig schön knusprig und jetzt richten wir an. Hier kommt wieder die praktische Küchenschere zum Einsatz. Ich löse die Schenkel einzeln aus und tue sie zur Seite. Mit dem großen Küchenmesser wird die Brust rangiert und auch vom Knochen abgelöst. Keine Angst vor der Reinigung, die Schere kann man teilen und somit super reinigen.